came from the mud. There's dirt on my hands. Ich bin Michael, ich bin Geschäftsführer bei Justi und ich arbeite seit 7 Jahren in diesem Unternehmen. Oh, I've been running from the law. Ich glaube, er ist ehrgeiziger. Ich glaube, er ist disziplinierter. Und er hat mehr Humor. Und er kann mehr mit Unperfektion leben. Unser Führungsstil hat 3 Komponenten. Er ist sehr direkt und du weißt, wo du stehst. Das andere ist sehr herzlich. Man weiss, du bist mehr als nur ein Mitarbeiter oder ein Angestellter für ihn. Und das dritte ist sehr challenging. Sein grösster Lob war lang OK. Dann haben wir gewusst, das ist super. Und das ist unglaublich, was er aus allen rausholt, unter anderem auch aus mir. Ah ja, ganz abgesehen davon, dass er noch ein bisschen grösser ist und ein bisschen besser aussieht. Mein cooler Onkel Urs, wie wir vom Film. Sein Vater war Kunde bei uns und sagte eines Tages: Du, hör mal, mein Sohn, der ist Sportler. Hättest du nicht irgendwie eine Zwischenbeschäftigung für ihn? Und dann habe ich gesagt, ja sicher. Dann ist der Michael bei uns angefangen als Praktikant. Ich wollte eigentlich einfach ein bisschen Geld verdienen. Es war mir eigentlich egal, was ich mache. Es war spannend. Ich habe mich getroffen mit dem Sergio. Der war dort der zweite Mitarbeiter. Wir hatten eigentlich kein Gespräch. Wir haben irgendwie 20 Minuten geredet und ich fand, ja gut, fang an. Das war wirklich sehr einfach oder halt Start-up-mässig. Nein, das Herz trinkt nicht so gerne. Erstens ist es Sympathie, kann man sagen, auf den ersten Blick gewesen. Und zweitens aber auch, das ist wichtiger, als er sehr jung war, hat er eine sehr hohe, für mich, Vertrauenswürdigkeit gehabt. Also man kann sagen, ich bin schon am auch direkt vom Ausgang gearbeitet gekommen, am Anfang meiner Zeit bei Justi. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Michael hat Vollgas gegeben. Aber ich habe eigentlich nicht besonders viel gemacht, jetzt so von wirklich. Ich sage jetzt mal, wo man sich noch zurückerinnern würde, wenn ich nach einem Jahr aufgehört hätte. Und hat können die Dynamik, die er aus dem Spitzensport hatte, mitnehmen in unser Firmenumfeld. Und das war eine grossartige Bereicherung für mich und auch für die anderen Teammitglieder. Und dann habe ich eigentlich gemerkt, dass mir das Arbeiten mit Jugendlichen viel mehr Spass macht, als jeden Tag am Böllen anrennen, zweimal am Tag. Und habe dann so eigentlich immer weniger trainiert. Und immer mehr geschafft und ich habe gemerkt, dass ich gar nicht so ein guter Spieler bin und vielleicht besser wäre, wenn ich schaffen würde. Und habe immer gerne geschafft. Dann habe ich immer mehr Verantwortung bekommen, weil Justi ist auch immer gewachsen. Und dann habe ich das Vertrauen bekommen, um halt eine Geschäftsführung zu übernehmen, von dem der Urs hat können aufhören oder mir das übergeben. Also ich staune eigentlich, wie viel Vertrauen der Michael mir entgegengebracht hat. Ich bin sicher, er hat jemand mal Zweifel an mir gehabt. Ich hatte nie Zweifel am Urs. Ich habe aber auch nie den Urs als Chef gesehen, sondern ich habe immer, wenn mich etwas gestört hat am Urs, habe ich ihm das direkt gesagt, auch wenn er der Inhaber war. Oder ich habe vielleicht ein Autoritätsproblem, würde man dem sagen. Nein, ich hatte eigentlich selten Zweifel an Michael. Es war die Frage, wie schnell er was lernt. Kann er die Leidenschaft, die er im Sport hatte, auf Justi übertragen? Und wie lange hält das an? Verreist er mir nicht plötzlich, nachdem ich 5 Jahre investiert habe? Das war schon die Herausforderung, dass ich eigentlich immer nicht gewusst habe, ob ich jetzt nächstes Jahr noch einen Job habe. Und dann wusste ich, ich muss noch ein bisschen mehr geben, um auch das Unternehmen zu sichern, auch wenn ich einfach ein normaler Mitarbeiter war. Meine schulische Karriere ist etwas, was ich eine Katastrophe bin. Also eigentlich habe ich einen KV-Abschluss. Ich würde persönlich nicht sagen, dass ein Lehrling ein besserer Unternehmer kann werden kann, als jemand, der studiert hat. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn du 2-3 Jahre irgendwo Zeit verbringst und du hörst auf und du bist noch am gleichen. Du bist an Ort und Stelle. Boah. Das wäre das Schlimmste gewesen. Und ich habe gerade beides von Anfang an gespürt. Das ist challenging in der Führung und in der Art, wie man miteinander umgeht, sehr direkt, kritisch. Und wir haben einen Purpose, der gut ist für die Schüler. Es war eine organische Entwicklung ohne Zielsetzung und ist schlussendlich dann wahnsinnig schnell gegangen. Im Fall von Michael. Für 9 Jahre vom Praktikant zum Geschäftsführer.